Back from the dead. Willkommen zum neuen News-Video von mir und erstmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Jede Menge Videos sind auf meinem Channel gestern und heute hochgeladen worden, um ja einige Infos euch zu präsentieren für den Galaxy Skin zum Beispiel, für alle Skins, Emotes und so weiter und so fort. Also schaut da gerne mal vorbei. Und in diesem Video geht es, wie ihr im Titel schon sehen könnt, um Toys, also um Spielzeug, was für Fortnite released wird. Ich hatte da vor kurzer Zeit mal ein Video drüber gemacht, dass da einige Spielfiguren kommen werden. Da gab es auch schon mal einen Screenshot, aber jetzt ist tatsächlich bekannt, wie das Ganze aussieht und das zeige ich euch jetzt mal. Also angefangen hier mit dem Cuddle Team Leader Premium Action Figure. Und ihr seht schon, die Axt, die dazugehört oder beziehungsweise die mit dazu kommt, ist nicht ganz passend. Warum das dann so ist, weiß ich auch nicht ganz genau, warum man da irgendwie verschiedene Äxte nimmt. Wahrscheinlich, weil der Cuddle Team Leader auch keine eigene hat. Aber sieht auf jeden Fall ganz schick aus, muss ich sagen. Ja, beim zweiten geht es um den Skull Trooper, wie ihr sehen könnt. Auch wieder mit einer Pickaxe dabei. Ja, wahrscheinlich, jetzt hat sie ja eine Pickaxe bekommen, habt ihr ja gesehen im Spiel, ne? Mit der Sense, seht ihr auch im Hintergrund bei dem Loading-Screen, aber da gab es das wahrscheinlich noch nicht, deswegen hat man da einfach irgendeine hinzugefügt, muss ich sagen. Also, ja, passt nicht wirklich, aber trotzdem cool, dass eine dabei ist. Bei dem nächsten geht es um den Raptor, der auch ganz gut gelungen ist, muss ich sagen. Sieht halt wirklich 1:1 aus, wie im Spiel. Natürlich Harvesting-Tool wieder ein etwas anders, aber trotzdem cool gemacht, muss ich sagen. Ja, der nächste wirkt richtig geil, und zwar der Black Knight. Ihr seht unten links natürlich den Screenshot bzw. das Bild aus dem Game und dann seht ihr da den in voller Größe. Der sieht nicht ganz so dunkel aus, muss ich sagen. Der ist ein bisschen gräulich gemacht, so ein bisschen silber. Sieht aber trotzdem cool aus. Natürlich wieder die Pickaxe von einem anderen Set. Ich weiß auch nicht wieso, wie gesagt, aber ja, trotzdem cool. Ich würde gerne mal wissen, was ist euer Favorite? Schreibt mal rein, was euer Favorite von den Tools ist bzw. von den Toys ist. Und am Ende habe ich euch noch was mitgebracht und zwar eine Pickaxe, die man holen kann, die sogar ein bisschen größer ist als die, die dabei ist bei diesen Figuren. So, hier seht ihr es ja schon, Rainbow Smash Pickaxe, 39 Inch ist das Ganze groß, umgerechnet circa so 100 cm. Also ist schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Also kann man tatsächlich mit rumtragen und sich dann irgendwie ein Kostüm machen oder sowas zu Halloween und dann passend eine Axt dazu haben. Also sieht auf jeden Fall nice aus. Da werden bestimmt noch andere Sachen kommen. Falls da nochmal ein paar Toys kommen werden oder so, werde ich nochmal ein Video machen. Ich habe euch aber noch was mitgebracht zum Ende, was jetzt nicht so als in die Richtung Actionfigur geht. Aber das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar geht es um Nerf Guns. Ihr kennt sicherlich die Firma Hasbro, denn die hat sich jetzt gepartnert mit Fortnite sozusagen und bringt tatsächlich die erste Nerf Gun raus in Form einer Scar, wie ihr sehen könnt. Absolut nice. In Gelb, Orange, ja die Farbe ist natürlich ein bisschen komisch, aber Fortnite steht drauf auf jeden Fall und hat natürlich die, genau die Form von einer Scar. Kommt am 1. Juni 2019 raus und soll ab dem Alter 8 erhältlich sein. Bisschen fragwürdig vom Alter her, aber ja, schreibt mal rein, ob ihr Nerf Guns habt, würde mich mal interessieren und ob ihr an sowas interessiert seid. Ja, damit bin ich am Ende meines Videos. Wie gesagt, schreibt mal unten rein, was eure Lieblings-Action-Figur ist von den ganzen, die ich euch gezeigt habe. Und was ihr von der Nerf Gun haltet, würde mich mal interessieren. Und wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich freuen. Und dann hören wir uns zum nächsten News-Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.